Komme Ihnen vielleicht ein bisschen ungelegen, meine Herren, aber im Sinne von Mr. Theo muss ich... Nochmal schieße ich nicht vorbei. Oh. Dieter Hallervorden in einer turbulenten Kinokomödie. Achtung, Kommissar, es ist soweit. Ach, du lieber Harry. Ach, du lieber Harry. Ach, du lieber Harry. Harry, noch einmal. Sind Sie der Bischof aus Regensburg? Oh, nein, 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 ich bin nicht aus Regensburg. Oh, Erfolg gehabt? Ja, ich hab's gefunden, aber der Zoll kommt gleich und ich hab noch keine Papiere. Da muss ich mir für einen Moment dünne machen. Man stelle sich vor zwei Ganoven, die mopsen ein weißes Kaninchen, denn das Vieh sitzt mümmelnd, wie sonderbar, auf dem Bild von Herrn Renoir. Und dann wird ein Hase gekidnappt, mein jetzt ein Zahn und nicht das Kaninchen. Sie kommen. Ich nehme dieses Tuch, entfalte es, immer noch sind meine Hände leer und jetzt zieh hier, zieh mit Balla Balla. Oh, Vater, helfen Sie mir. Ich bin noch unschuldig. Oh. Schämen Sie sich. Meine Damen, ich bin der Direktor dieses Hotels und niemand kann sagen, dass ich Brüde bin. Aber was zu weit geht, geht wirklich zu weit. Nichts gelebt, Krimis. Kripo. Hä? Was denkt wo? Die filzen ja Pfeile. Scheiße. Krimis. Wo sind die Moneten? Wenn die und alles saures kriegen. Bleibst du stehen, du Mistvieh? Das Kaninchen. Wo ist denn das Kaninchen? Mein Professor im Labor. Hiermit überreiche ich Ihnen, wer sie in Vertretung. Das gibt's doch nicht. Doch die Leiche hat eine Riesennummer drauf. Sie steht ganz einfach wieder auf. Haben Sie Vertrauen zu mir. Ah, das ist natürlich. Ja? Was denn? Ein bisschen zärtlicher könnte dieser neue Harry schon sein, oder? Später, Liebling, später. Du warst ja am ziemlichen die Ausstellung. Benno! Ach, du lieber Harry. Wenn Sie mal wieder herzhaft lachen wollen, wir laden Sie ein zu einem großen Kinovergnügen. Ach, du lieber Harry.